von touchhelp.de. Ich bin T-Terra-Fan und ich möchte euch in diesem Video den Magix Webdesigner 7 Premium vorstellen. Was Magix ist, dürftet ihr ja schon aus dem vorherigen Video kennen. Da oben dürftet ihr jetzt einfach mal eine Verlinkung finden. Und heute möchte ich euch eben den Webdesigner vorstellen. Das ist ein Programm, mit dem man ohne Programmierkenntnisse professionelle Webseiten erstellen kann. Sagt ja auch irgendwie schon der Name. Der Webdesigner ist in 2 verschiedenen Versionen erhältlich. Einmal in der normalen Version für etwa 50 Euro und in der Premium-Version für etwa 100 Euro, die ich euch heute vorstellen werde. Doch bevor ich euch das Programm selbst zeige und wie man ganz einfach eine Homepage macht, möchte ich euch noch ganz kurz die wichtigsten Funktionen nennen. Zum einen hat man mehr als 40 komplette Homepages inklusive Unterseiten und Navigationen, die man dann ganz einfach verändern kann und seine eigene Homepage draus machen kann. Dann hat man mehr als 700 Objekte wie Galerien oder auch Symbole. Man kann Animationen selbst gestalten. Was auch sehr praktisch ist, ist, dass man andere Webseiten in die eigene Website einbinden kann, also eine Website in einer Website. Dann hat man eine Integration von YouTube, Video und Audio, sowohl auch für Twitter und Facebook. Man kann einen eigenen Shop erstellen, zum Beispiel über PayPal. Und es ist ein kostenloser Hosting-Service mit 500 MB Speicher dabei, der von Magix ist. Und eine Liste aller Funktionen findet ihr übrigens in der unten eingeblendeten Seite. Nun zeige ich euch noch, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Zum einen haben wir hier ein knappes Handbuch auf Deutsch, wo noch einmal das Wichtigste drinsteht, wobei nochmal ein ausführliches Handbuch als PDF auf der Software-DVD beiliegt und natürlich die Software-DVD selbst. Und nun möchte ich euch zeigen, wie das Programm sich bedienen lässt. Ich habe nun schon einmal die Software-CD eingelegt und klicke jetzt einfach auf Magix Webdesigner 7 Premium, um das Programm zu installieren. Nachdem wir nun das Programm installiert haben, habe ich jetzt schon einmal Magix Webdesigner 7 Premium geöffnet. Hier oben und unten ist jetzt wieder ein bisschen abgeschnitten wie im letzten Video, da sonst große Ränder auf YouTube erscheinen, aber dort oben gibt es nur noch solche Menüpunkte wie Datei und Hilfe und hier unten steht dann nochmal, was man bei welchem Knopf machen kann. Wenn ich jetzt hier drauf bleibe, würde hier unten stehen, wählen Sie das Fotowerkzeug, um Fotos anzupassen. Doch das brauchen wir jetzt zuerst einmal nicht. Zuerst werden wir ein neues Projekt erstellen. Dazu können wir hier entweder auf Neues Dokument gehen oder wir wählen hier einfach einmal aus den fertigen Designs eine Website aus. Hier haben wir dann verschiedene Websites. Wenn man draufklickt, kann man sich das Ganze anschauen. Ich werde jetzt einfach einmal diese Website nehmen und wir ziehen jetzt einfach die Hauptseite hier hinein. So sieht nun die Website aus und hier haben wir noch einmal die Übersicht aller Seiten hier oben. Und das Editieren ist bei dem Magix Webdesigner 7 Premium auch wirklich ganz einfach. Wir klicken jetzt zum Beispiel doppelt hier auf Willkommen und können nun den Text ändern in irgendetwas Beliebiges, das wir haben möchten, zum Beispiel Test, nehmen wir das hier und das hier ändern wir jetzt in TouchHelp. Natürlich könnten wir auch hier die ganzen Bilder ändern, doch das lassen wir das erste Mal. Hier unten diese Fußzeile könnten wir auch nochmal ändern. Geben hier jetzt einfach auch nochmal TouchHelp ein. Und die Bedienung ist eigentlich ganz einfach. Mit STRGC kann man ganz normal kopieren. Also die typischen Kürzel kann man hier alle auch wirklich ganz leicht anwenden. Hier, wie gesagt, die ganzen Seiten. Und nun, wenn einem diese Bilder nicht gefallen, könnte man diese ganz einfach hinauslöschen mit der Entfernen-Taste. Und diese Designgalerie werden wir eigentlich am meisten brauchen. Hier zum einen die Einführung,
Beispiele, Fotos, wenn man zum Beispiel keine Fotos hat, könnte man sich hier jetzt ganz einfach irgendwelche Fotos aussuchen, die einem gefallen, hier hineinziehen. Jedoch, was schade ist, man braucht eine Internetverbindung, um das Ganze zu verwenden, da die nicht alle lokal auf dem Computer gespeichert werden, sondern eben im Internet, in der die dann runterlädt. Was auch praktisch ist, wenn man nun das Bild platziert, sieht man hier diese Striche, damit man ganz genau weiß, was zum Beispiel hier die Mitte ist. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wie gesagt, ja, Standardbilder. Hier sind die ganzen Designs. Man kann auch eine Internetpräsentation erstellen. Hier haben wir noch Schaltflächen, also lauter Knöpfe. Ganz normal kann man die hier hineinziehen. Jetzt fragt auch schon, ob man die Farbe anpassen soll an das Design, an dieses Blau. Wenn wir jetzt hier draufklicken, passt ihr das automatisch an. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel angeben zu Magix. Und wenn wir das Ganze verlinken möchten, geht man einfach immer mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Objekt. Dann gehen wir auf Web-Eigenschaften und hier Link auf Internet- oder E-Mail-Adresse. Wählen wir jetzt hier einfach http://magix.de. Den Knopf könnten wir jetzt beliebig platzieren. Ich mache ihn jetzt einfach einmal hier hin. Also hier haben wir zahlreiche Buttons, die man auswählen kann. Dann haben wir hier Navigationsleisten, wobei wir hier schon eine haben, deswegen brauchen wir keine mehr. Überschriften gibt es auch noch eine Menge. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal diese hier und gebe hier jetzt einfach mal ein Urlaub, wenn das jetzt eine Urlaubsseite wäre, und könnte das hier alles schön platzieren. Dann haben wir hier auch noch Symbole wie Fragezeichen, Ausrufezeichen, ein Home-Button, lauter solche Sachen, Infoknöpfe, Lautstärke, Mail, alles mögliche gibt es hier, kann man sich auch noch viele raussuchen. Dann Grafiken, sind auch noch sehr viele dabei, von Autos, Glühbirnen und Kameras, wie man hier sehen kann, kann man ganz einfach auswählen. Fotoobjekte, ich glaube, das dürfte auch klar sein, also Galerien zum Beispiel, kann man hier integrieren. Hier sind auch nochmal fertige Galerien und dann ganz einfach nur noch das jeweilige Bild dazu verlinken muss. Und der macht das alles automatisch. Formen, dürfte eigentlich klar sein, Textfelder, animierte Banner und Fotos. Und was sehr nützlich ist, sind hier diese Widgets, Formulare und mehr. Wenn wir jetzt drauf gehen, finden wir wieder ein paar Unterkategorien, zum Beispiel Eyecatcher. Man sieht ja hier, sind es besonders jetzt diese Fotoshows. Doch wir werden jetzt einfach einmal ein Kontaktformular zum Beispiel erstellen. Dazu brauchen wir jetzt das hier nicht. Dann zieht man das wieder ganz normal rein. Hier öffnet sich nun die Seite von Google in diesem Fall. Dann müsste man einfach Kontaktformular auswählen. Und wenn man damit dann fertig wäre, klickt man einfach auf Einfügen. Und der wird das alles einfügen. Dann haben wir hier noch über PayPal zum Beispiel etwas, wenn wir jetzt einen Shop hätten, zieht man das hier ganz normal hinein. Dann wird die Webseite geladen, packen jetzt erstellen zum Beispiel, klickt man hier nun drauf. Jetzt lädt er das. Jetzt müsste man hier einfach den Betrag, Artikelname und alles eingeben und zum Schluss dann Button erstellen. Und dann wird hier auch dieser zum Beispiel jetzt kaufen Button oder PayPal oder Spenden, einfach verlinken, wenn man draufklickt, muss man eben den angegebenen Betrag zahlen. Dann haben wir auch noch Download-Widgets, also für Download-Dateien ist das Ganze ziemlich nützlich. Ein Audio-Player, man könnte auch ganz einfach ein YouTube-Video einbetten, dann würde man einfach das YouTube hier reinziehen, ein Video auswählen, auf Einbetten klicken. Das machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, das hier ist hier alle, man kann alles mögliche noch einbinden. Flickr, Bilder von Picasa, von allem möglichen. Dann kann man hier auch noch Facebook und Twitter integrieren. Und man kann zum Beispiel Karten einfügen, von die ganzen Google-Dienste nutzen, das ist alles gar kein Problem. Und man kann auch zum Beispiel einen RSS-Feed ganz einfach hier einfügen. Hier zum Beispiel müsste man das hineinziehen, müsste hier eben
Feed eingeben, sich dann kurz registrieren und dann würde man das hier auch alles einbetten können. Wie man hier sehen kann, ist die Bedienung von Magix Web Designer 7 Premium wirklich ganz einfach. Man muss sich einfach aussuchen, was man haben möchte. Man zieht es hinein, muss noch eingeben, was genau er jetzt machen soll. Und wenn man dann fertig ist, klickt man hier oben einfach auf Datei. Dann zum Beispiel auf Webseitenvorschau. Wenn man hier draufklickt, wird die Webseite angezeigt, so wie sie dann erscheinen würde. Hier zum Beispiel den Button haben wir mit Magix verlinkt. Das heißt, wenn wir jetzt draufklicken, wird auch schon Magix geöffnet. Hier kann man das im jeweiligen Browser öffnen. Und wenn einem das Ganze gefällt, kann man das zum einen direkt über FTP hochladen. Dazu klickt man auf Website veröffentlichen. Dann muss man einfach seine FTP-Daten angeben und dann lädt er das automatisch hoch. Oder man möchte nur die HTML-Datei und diese manuell hochladen. Dazu geht man dann auf Website exportieren, gibt einen beliebigen Namen ein, auf exportieren und schon wird die Seite exportiert und man kann sie auf den Server laden. Das war auch schon das Video. Ich hoffe, dass ihr alles gut verstehen konntet. Fragen werden noch in den Kommentaren dazu beantwortet und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.